Hallöle, da sind wir wieder. Und wir waren, glaube ich, dabei stehen geblieben, dass wir Karotten gesucht haben, um goldene Karotten herzustellen, weil die günstiger sind. Ich habe auch gemerkt, dass wir nur eine Karotte haben, aber leider geht gerade die Sonne auf oder unter. Ich glaube auf. Das bedeutet, wir können gleich losstarten, oder? Mal kurz gucken, ist das ein Aufgang oder Untergang? Aufgang. Okay, dann können wir ja loslegen. Ja, der Mond geht runter. Nicht, dass wir uns hier irren und dann gleich geschlachtet werden. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei demjenigen, der hier heimlich unterwegs war und die Schilder aufgestellt hat. Hier steht Pressesprecher Nepomuk Xaver Lexington. Das ist mein Name und mein hier ausgeübter Beruf. Und ich hoffe mal, dass es dabei bleibt, tutet. Aber ich glaube, wir hatten ja noch mehr Schilder aufgehängt. Ja, ach ja. Sich auch die Mühe gemacht, um nachzusehen, wie die ganzen Leute hier heißen. Das hier wohnen Kurt und Erika Knubbel. Ein sehr interessanter Name. Ich weiß nicht, woher er kommt. Was haben wir hier noch? Maria Schnuffel und Dagmar Hase. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier zu verhökern, also das gehört keinem. Obwohl hier manchmal jemand drin ist, wahrscheinlich zum Saubermachen. Haus der Begegnung, da wohnt keiner, da kann man aber drin schlafen. Hier wohnt der Herr Automatiköfen. Ja. Hier wohnt Emma Piel. Ich weiß nicht, woher der Name stammt, aber wahrscheinlich. Puh, keine Ahnung. Vielleicht weiß das jemand von euch. Was haben wir hier? Wer wohnt hier? Ach, hier wohnt der Baumschubser Jens Esslein. Mhm. Hab ihn aber noch nie arbeiten sehen. Hier wohnt Max Schnauze und Gerda Grübel. Hier wohnen Manfred und Renate Zwiebelwutz. Auch sehr schöner Name. Apartment oder auch Wissenschafts-WG. Naja, da wissen wir noch nicht, wer da so reinzieht. Wahrscheinlich Wissenschaftler. Hier nur zu Hause. Theodor Pixel und Franziska Schnuff wohnen hier. Hier wohnt Lena Kors und Franz Apfel. Hier wohnt Jonas Klappe und Heinz Bro. Da kommt noch eine Spinne. Mhm, hier wohnt, ach ja, haben wir schon eben schon gehabt. Hier drin vielleicht auch Schilder nicht aufgehängt worden. Die hatten wir schon. Was haben wir hier? Das Hutamt. Ja, wahrscheinlich für Hüte zuständig. Das haben wir Amt für abgelegte Körperteile. Sowas gibt's auch. Und hier haben Amt gegen Faulheit. Das scheint aber nicht nachgefragt zu werden. Amt für Zauberei und Brauerei. Und Amt fürs Heiraten, Geburten und Gedöns. Also da wird wahrscheinlich jemand sein, der alles macht. Und die restlichen werden wahrscheinlich nur Pause machen. Wen haben wir hier noch? Das ist Beate Muse und Claudia Kansauch. Sehr merkwürdiger Name. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber naja. Was? Wer wohnt hier? Ach hier, hier wohnt das Lager. Ach so, alles klar. Dann wohnen die Häuser unten, hier unten bestimmt auch schon markiert und so. Da können wir ja gleich mal hier, wenn wir hier schon hier sind, mal schauen, ob wir ein paar Möhren abernten können. Auch wir haben wir welche da. Bei uns kann ich die Arbeit machen. Vielleicht können wir sogar noch einmal, weil hier noch was frei ist, nochmal pflanzen. Okay. Schwere Arbeit. Nö, jetzt haben wir eigentlich genug davon. Können wir ja gleich mal schauen. Eigentlich genug draus kriegen für ein paar Pferdchen oder vielmehr goldene Karotte. 5. Da kriegen wir noch mal 10 draus und da kriegen wir auch noch welche draus und da kriegen wir da auch noch welche draus und das war's erstmal. 13. Und ein Unglückszahl, das darf ja gar nicht wahr sein. Das Geernte können wir mal hier reinpacken. Ne, die goldenen nicht. Hey, die normalen. So, was haben wir denn noch hier drin? Nur Gold. Könnten wir eigentlich ins Lager bringen. Na, das machen wir schnell. Ab ins Lager mit dem Gold.
Ach ja, und wer hat wieder dieses blöde scheiß Wetter bestellt? Bitte melden. Derjenige bekommt auf alle Fälle Serververbot hier. Das Kurzgedöns werden wir mal einpacken. Zack und zack. Und jetzt werden wir mal schauen, dass wir die Pferde. Naja, wenn wir da schon mal hier sind, können wir doch die überflüssigen Sachen auch hier lassen. Das brauchen wir nicht. Das lassen wir mal drin. Die Eier nehmen wir nachher zu den Hühnern mit. Zwecks Vermehrung. Natürlich auch sehr. Oh! Schreck in der Morgenstunde oder in der Abendstunde? Ja. Eine kurze Unterbrechung wegen Bauarbeiten. Wie viel brauchen wir denn davon? Schnupp-di-du-di-du. 1, 2, 3, 4, 4 rote. Noch ein bisschen mehr einpacken. Sehr praktisch, dann können wir gleich hinten durchgehen. Nicht praktisch. Verfluchter Mist. Orange, rot haben wir nicht. Sollen wir mal gucken. Rot, rote, rote, rote Farbe. Hellblauer Farbstoff, Rosen. Wie kriegen wir das da raus? 12. Das ist nicht schön. Man kommt auch zu nichts. Ja, natürlich wieder viel zu viel. Blümchen, da kommt der Farbstoff auch dazu. So, das haben wir. Da brauchen wir noch ein paar von diesen Steinziegeln. 12 müssen reichen. Und noch ein paar Pflastersteine. 7 müssen auch reichen. Wenn nicht, müssen wir noch mal laufen. So alt sind wir ja noch nicht, dass wir nicht mehr laufen können. Das war natürlich verkehrt. Das Schild auch weggeflogen. Ich weiß gar nicht, was da drauf stand. Tür. Hat die Platte auch weggefetzt? Nein, die Platte hat es nicht weggefetzt, aber ich hab daneben gebaut. Das kommt davon, wenn man nicht richtig hinschaut. Nicht so schlimm. Das ist alles zu reparieren. So, oder? Ja. Was war denn das gewesen? Eingang 1. Eingang 2 war das dann. Ah, das war ja richtig logisch. Natürlich, Schild haben wir auch. Der Creeper das auch verschwinden lassen. So ein blödes Vieh aber auch. Ein ganzes Schild. Nicht 14, 1. Und das rote Gestein können wir auch wieder wegpacken. Sortieren. Nochmal jedenfalls was zum Reparieren. Oder zum Neubauen. Das Apartment ist nur für Wissenschaftler, nicht für Trottel wie dich da. Nur diese Ablenkung von der Arbeit. Das kann ich ja gar nicht leiden.
Steinziegel hin und dann brauchen wir noch Erde. Dann haben wir noch zwei. Geht doch mindestens eine. Drei fehlen. Dann brauchen wir noch Erde hier drum liegen gehabt? Ne, doch nicht. Also brauchen wir noch dreimal Erde. Man kommt zu nichts. Immer diese Unterbrechungen. Soll grüner werden. So. Eingang. Zwei. Standesamt. Wie habe ich das auf der anderen Seite gemacht? Eingang 1, Bürgerbüro, Haupteingang und ist sowieso egal, wo man reingeht. So, was wollte ich denn jetzt? Ach, endlich hier diese blöden, diese lieben Pferde. Versuchen zu vermehren. Mal sehen, ob die das überhaupt wollen. Man weiß ja nie, vielleicht sind es zwei Pferde, die sich gar nicht mögen. Die Treppe runter. Oh, noch eine. Und dann auch gleichzeitig. Das ist ja gemein. Zwei dicke, fette Spinnen und ich bin noch ein kleines Männchen. Falls ihr jetzt denkt, falls ihr euch wundert, dass hier keine roten Herzen sind, dann liegt das daran, dass sie im Dunkeln. Irgendwie möchte jemand verhindern, dass wir hier eine Pferdezucht aufmachen. Ist das nicht lustig? Und wieder wurde mir ein Pferd zersägt von einem Creeper. Ah, keine Erde drin. Die Türen sind auch weggeflogen, oder? Ah. Ja, es ist so, man kommt zu nichts. Wer schießt denn hier auf mich? Ja, aber gefährliche Hauer. Oder vielmehr Gift, Saugrüssel oder wie auch immer das System bei denen heute heißt. Unsere Wissenschaftler arbeiten noch daran, um das zu enträtseln. Was brauchen wir denn jetzt? Erde und Zäune. Ach ja, man sollte vielleicht nachts lieber schlafen gehen, anstatt hier... Naja. Ach ja, man muss aber leider auch seinen Aufgaben nachkommen. Da haben wir noch zwei, da brauchen wir noch Türen, haben wir glaube ich noch welche. Ja, hier sind noch genau zwei Türen. Praktisch. So, Zäune. Zäune hatten wir doch, glaube ich, auch hier irgendwo. Oder nicht? Doch, hier bei den fertig gebauten Sachen. Zäune. Zauntor, normal Zaun. Sind das drei? Reicht das oder brauchen wir das gar nicht? Ja. 55, wir wollen sowieso die Zäune dann auch da hinten hinpacken. Weil wir die vielleicht brauchen später bei den Pferden. Auslauf zu gönnen. Schon wieder jemand, der ins Apartment möchte, aber du darfst da nicht rein. Ja. Und auch reparieren. Ich hoffe mal, dass das Pferd nicht ausbüchst in der Zwischenzeit. Nö,
sollst drin bleiben. Ja, war mir klar, dass du noch rausgucken kommst. Hier gibt's aber nichts zu sehen. Da rein, 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 rein. Na gut, dann bleib da draußen. Dann mach ich hier aber erstmal dicht. Weil ich nämlich wieder die Erde vergessen habe. Pferde ausgeben oder was? So, was brauchen wir denn hier? Sattel. Mal einen kurzen Ritt machen. Das sollte ausgeschaltet sein. Warum ist das schon wieder eingeschaltet? Menno, Menno. Wäre schön, wenn jetzt noch mal ein Creeper kommt und das Pferd auch noch wieder in die Luft sprengt. Dann werde ich aber nicht mehr. Aber was soll's, das werden wir auch schon überleben. Und vielleicht kann man auch drüber lachen. Irgendwann später. In 10 Jahren oder so. Also morgen noch mal schnell los und dein Pferd besorgen. Denn ich mache jetzt nämlich gleich Schicht im Schacht. Für diese Aufnahme. Was haben wir da drin? Da können wir die restlichen Zäune reinpacken, die wir gar nicht gebraucht haben. Warum habe ich die überhaupt mitgenommen? Da ist schon hier irgendwas drin. Auch das Pferd. Ja, mir fehlen immer noch mehr als eine Erde. Ist die Erde hier reingepackt? Nö. Sind da nichts Vernünftiges drin? Doch noch ein paar Mal Erde. Schnell noch die Löcher stopfen. Dann noch mal schnell den Sattel wieder abnehmen. Das ist so unbequem für ein armes Pferd, wenn er andauernd einen Sattel mit sich rumschleppen muss, obwohl gar kein Reiter drauf ist. Obwohl mit Reiter ist er wahrscheinlich noch unbequem. Oh nein! Was habt ihr denn heute gegen mich? Ihr Wahnsinnigen. Ja, kann man gleich die Kiste wieder hinpacken. Eine lila Spinne. Ich glaube, ich spinne. Und jetzt aufs Pferd gesprungen und nochmal wieder rein. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Oder machen wir erst die Türen zu? Ah, ja. Ich hoffe mal, dass wir wieder beide Türen haben. Eine Tür wieder nur. Oder haben wir zwei? Achso, ich habe keinen Platz mehr. Menu. Das
das nicht lustig? Das ist wirklich wieder eine lustige Folge. Das macht richtig Spaß. Besonders den Creepern und den anderen Monstern. Kommt ein Pfeil geflogen. Oh. Jo, noch Platz, um was aufzunehmen? Schnell Futter, Futter, Futter. And her face is to the wind. So, hier haben wir von dem Holz noch übrig gar nichts mehr. Wenig noch Holz drin? Holz drin? Holz drin, bitte. Eichenholz, ja, wunderbar. Emil, Oscar? Ne, wie Emil. Zack. Egal, ja. Zwei übereinander. Richtig. So. Und zum Glück hat es tiefer die. Nicht weggefetzt, aber dafür ist bestimmt irgendwas anderes weggeflogen. Die Trittbretter, genau. Und die Truhe. Und da war noch eine Truhe, die ist auch weg. Aber ganz weg. Fällt mir gerade auf. Ja, macht nichts. Pferdekrempel. 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 Was braucht das Pferd noch? Das ist für unser Pferd. Das andere ist mal wurscht. Komm wieder rein. Alter. So. Und noch drei Trittplatten brauchen wir auch noch. Hier vorne war noch eine Werkbank. Ja. Sind wir gleich 10, haben wir gleich welche zum Vorrat, weil es würde mich nicht wundern, wenn bald wieder beim nächsten Mal, wenn ich hier hinten bin, dass da wieder ein Creeper mir in die Arme springt. Weil es so lustig ist. Die können wir noch als Ausgleich hier machen. Werkbank hinstellen, das können wir ja auch machen. Und da packen wir noch die Trittplatten rein, haben wir noch sie übrig. Für die nächsten Creeper-Versuche. So. Aber jetzt geht's aber. Für mich ist jetzt die Nachtschicht beendet, dann machen wir gleich Feierabend. Und ich werde diese Folge, glaube ich, der Pferdezüchter und der Creeper nennen. Oder der Creeper und der Pferdezüchter oder wie auch immer. So, hier an der Wand lang. Mal schauen, ob hier vielleicht zufälligerweise ein Loch ist. Nein. Mann, Mann, Mann. Jetzt ziehe ich doch nur in mein Baumhäuschen zurück. Schwuppdiwupp. Und ich sage dann tschüss und bonne nuit.